Austria, a small country in the middle of Europe, boasts a peculiar situation when it comes to cannabis. Growing plants is technically legal, and smoking weed is becoming increasingly decriminalized, yet possessing and passing on weed is criminal. This presents a strange dichotomy. It poses a difficult legal situation for stoners, while simultaneously opening up opportunities for cannabis-related businesses. Firstly, we meet up with Malik, a Vienna-based rapper and music producer, who loves smoking weed. Also ich kiffe jetzt schon gut seit 15 Jahren und hier in Wien ist es eigentlich ziemlich entspannt mit Kiffen. Aber die Gesetzeslage ist noch immer ziemlich paradox. Einerseits interessiert es in Österreich keinen, wenn man Gras raucht. Aber andererseits ist es einfach illegal und wird unter Strafe gestellt, wenn man es verkauft oder wenn man es weitergibt, es bei sich hat. Man kennt sich nicht genau aus. Gras kriegt man in Wien an jeder Ecke. Und es ist wirklich nicht schwer, es aufzutreiben. Du kannst es dir bei irgendwelchen Gangstern an der Ecke holen. Oder du holst dir deine Stecklinge und baust sie dann einfach zu Hause an und pflanzt sie an und machst deinen eigenen Grow. Quality plants and supplies can be found in numerous grow and head shops all over the country. Near Vienna, we meet the biggest hemp seedling wholesaler in Austria. Wir haben mittlerweile 40 Mitarbeiter und produzieren ungefähr 25.000 Hanfstecklinge pro Woche. Hier befinden sich unsere Mütter, die für die Stecklingsproduktion verwendet werden. Hier werden dann die Stecklinge abgeschnitten von da oben und kommen zu den Einsetzerinnen in kleine Steinwollwürfel. Jetzt kommt das in die Nebelkammer und jetzt kommen wir in den Raum, wo die ganzen kleinen Stecklinge gelagert werden. Hier zum Beispiel Moonshine Hay, Spot of Gold, Deep Chunk, Black Domino, also grundsätzlich alle Sorten, die das Growerherz begehrt. Dieser Steckling ist schon fertig verwurzelt. Der hat sich schon 10 Tage in dieser Kammer befunden und könnte jetzt verkauft werden. Wir haben in Österreich ein bisschen eine skurrile Gesetzeslage. Der Konsum von Joints ist verboten. Es ist aber der Verkauf von Hanfpflanzen als Raumluftverbesserer oder als Zierpflanze erlaubt. Unseren Schätzungen zufolge werden im Moment ca. 300.000 Stecklinge im Monat in Österreich verkauft. At Flower Field, Alexander works in a new approach to evolve his seedling business. Hier vermehren wir unsere Pflanzen in vitro. Wir nehmen die Stammzelle der Pflanze und produzieren daraus neue Pflanzen. Und sobald sie verwurzelt sind, werden sie raus in die Natur gebracht, akklimatisiert und verkauft. Hier kann man zum Beispiel eine Wurzel sehen. In Österreich ist nur THC, dieses eine Cannabinoid, das in der Pflanze enthalten ist, verboten. Alles andere ist legal. Die Pflanze bildet das THC aber erst in der Blütephase aus. Sprich, solange ich die Pflanze mit genügend Licht versorge, beginnt sie nicht zu blühen und bleibt legal. Aus diesem Grund verkaufen wir auch diese Beleuchtungskörper unseren Kunden, weil wir dadurch sicherstellen, dass die Pflanzen wirklich 18 Stunden lang beleuchtet werden und damit keine Blütenstände austreiben und der Kunde dann sich strafbar macht. One notable exception is the Viennese Hemp Embassy, as it's the only place allowed to legally grow plants with buds in Austria. Die Hemp Embassy ist ein Museum, eine Botschaft für die Hanfpflanze. Und wir haben eine Installation geschaffen, wo Hanfpflanzen in voller Blüte ausgestellt werden. Die ganze Sache ist deshalb legal, weil wir hier die Pflanzen immer im Ganzen lassen, die Blüten nie von den Pflanzen trennen und daher auch nie eine Suchtmittelgewinnung stattfindet. Alle Pflanzen werden unter notarieller Aufsicht entsorgt, sodass ein Missbrauch auch tatsächlich ausgeschlossen ist. Wir haben sicher schon ein paar hundert Kilo Hanfblüten entsorgt. Wenn es negatives Feedback gibt, dann ist es meistens so halb ernst gemeint, dass sich Leute beschweren, dass wir die Blüten entsorgen und nicht ihnen zur Verfügung stellen. In addition to running the Hemp Embassy, Stevie is also a grow supply and seedling wholesaler. As one of Austria's most notable cannabis pioneers, he has been in the business since 1998. Wir waren 1998 der erste Shop in Österreich, der begonnen hat, Hanfstecklinge zu verkaufen. Haben das ein paar Jahre sehr erfolgreich gemacht, sind dann auf stärkeren behördlichen Widerstand gestoßen. Man hat uns halt öfter unsere Pflanzen weggenommen, beschlagnahmt, umgeschnitten. So, was machen Sie da bitte? Bitte? Ja, Sie ruinieren unsere Warenbestände. So. Die Kamera dran so. Die Kamera unterliegt nicht dem Medienrecht. Sofort. Die Kamera bleibt hier. So. Mit solchen Rückschlägen muss man leben, wenn man ein ehrgeiziges Ziel verfolgt. Mittlerweile ist es so, dass es in Österreich schon an die 100 Stecklingsshops gibt.
Das heißt, der Steckling ist etabliert. When it comes to cannabis seedlings and plants, Austria is one of the most liberal countries in Europe. But what about a general legalization of marijuana? Also wir merken, dass seitdem in Colorado Cannabis legal ist, auch in Europa viel mehr passiert. Auf politischer und auch auf wirtschaftlicher Ebene. Der Konsum von Cannabis ist in der österreichischen Gesellschaft schon seit Jahrzehnten angekommen. Wir stellen fest, eigentlich die größten Steigerungen gibt es vor allem bei den älteren Leuten. Wir müssen allerdings geduldig sein, weil wir werden Deutschland nicht überholen. Das heißt, sobald in Deutschland eine Regelung kommt, wird es auch in Österreich normalisiert werden. Also ich weiß nicht, ob es gut oder schlecht wäre, wenn sie es legalisieren würden. Für mich persönlich würde sich nichts ändern, ich würde einfach weiter rauchen. Maximal würden die Preise ansteigen, aber es wäre auf jeden Fall ein Riesenschritt nach vorne, wenn man es endlich legal konsumieren dürfte und auch anbauen dürfte zu Hause.